Let's go! Leute, seht euch das an. Den Wolfsgeschwistern ist etwas Schreckliches passiert. Wulfu hat sein Gedächtnis verloren. Wulfu, kannst du das Huckepack nehmen? Ja, ja! Schneller, schneller! Kannst du aufhören, das zu tun? Schneller! Lucy hört überhaupt nicht mehr auf Wulfu. Oh mein Gott, was ist Wulfus Absicht? Was ist los mit dir? Wer bist du? Ich bin's, Lucy. Deine Schwester. Kannst du erraten, was Wulfu mit dieser Idee bezweckt? Ein Stück seines Gehirns fehlt. Erinnerungen können helfen. Ja. Kannst du mir helfen? Ich kenne dich nicht. Jetzt ist es zu spät für Lucy, um zu bereuen, dass sie sich nicht um Wulfus Gefühle gekümmert hat. Ich besorge dir noch welche. Gekümmert. Wulfu, hast du mich wirklich vergessen? Es tut mir so leid. Geht es dir gut, Lucy? Ich habe nur so getan, um dir eine Lektion zu erteilen. Ich hab's verstanden. Ich werde von jetzt an nett sein. Babyriege. Hallo! 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 Wollt ihr meine neue Erfindung sehen? Ja! Also, diese Uhr von Alien, was kann sie? Sie hat noch einige Fehler. Oh nein! Was ist mit der Uhr passiert? Kümmere dich um sie. Ich werde die Uhr reparieren. Jetzt hat sich Wulfu also aus Versehen in einen Babysitter verwandelt. Wow, Wulfu plant, eine Babytruppe zu gründen. Oh.
Oh nein. Soldaten, halt! Ja! Na sowas. Drei Babys, Cat, Panda und Piggy, sind so gut. Ich kann sie ein paar Übungen machen lassen. Oh, Amy wünscht sich ein Geschwisterchen, genau wie ihre Freunde. Das einzige Kind. Wow, Cat und ihr Bruder haben so viel Spaß beim Puzzeln. Darf ich mich zu euch setzen? Weil sie es allein gemacht hat, ist Amy noch nicht fertig mit dem Zusammenbau. Wir helfen unserer Mama beim Gießen der Pflanzen. Kann ich euch helfen? Und bei Nancy zu Hause helfen sie und ihr Bruder ihrer Mutter und spielen gleichzeitig. Das macht auch Spaß. In Ordnung. Spielen eure Geschwister oft mit euch Schaukeln? Einen Bruder zu haben, ist wirklich wunderbar. Weil sie ein Einzelkind ist, ist Amy auch ein bisschen unglücklich. Geschwister. Schaut, auch ohne Geschwister hat Amy tolle Freunde. Stopp! Nein, nein! Jenny darf keine kohlensäurehaltigen Getränke trinken. Es sieht so aus, als hätten die beiden Schwestern viel Spaß beim gemeinsamen Spiel. Wird Lucys Art Jenny beim Essen helfen? Jenny, schau!
Jenny zahnt. Deshalb will sie wahrscheinlich nichts essen. Kannst du mir helfen, auf sie aufzupassen? Ja. Großvater! Für dich! Ich danke dir, Lucy. Aber ich bin jetzt müde. Ich kann jetzt nicht essen. Aber wie kannst du dich erholen, wenn du nichts isst? Er hat eine Infusion bekommen, also braucht er heute nichts zu essen. Mein Gott, es stellt sich heraus, dass Lucy dachte, dass Jenny nicht essen muss, wenn sie eine Infusion bekommen hat. Jenny mag Infusionen nicht. Vielleicht lasse ich sie einfach trinken. Hey Lucy! Jenny kann kein kohlensäurehaltiges Getränk trinken. Stopp! Es tut mir leid. Ich möchte Jenny nur helfen, bald wieder gesund zu werden, so wie der Arzt es getan hat. Das sind doch nur Spielzeuge. Außerdem dürfen nur Ärzte Infusionen benutzen, um Patienten zu behandeln. Ja. Dank Dr. Lucy ist Jenny nun gut. Blaue Schlafparty gegen rosa Schlafparty. Heute feiern Wulf und Pando eine Schlafparty in Cats Haus. Leute, zieht euch um! Aber wir bevorzugen blau. Hey! Oh, Wulf und Pando müssen immer noch rosa Schlafanzüge tragen, obwohl sie das überhaupt nicht mögen. Nicht nur das, Cat zwingt sie auch, eine Teeparty zu spielen. Gott. Macht, was ihr wollt. Es ist uns egal. Hey, Kinder. Jeder hat seine eigenen Vorlieben. Wir sollten das respektieren. Es tut mir leid. Ich will nur, dass sie mit mir spielen. Mal sehen, was ist die Idee von Cats Mutter? Hurra! Dieses Spiel ist gut und kann zusammengespielt werden.
Leute, respektiert immer die Vorlieben der anderen. Oh, was ist passiert? Mami! 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 Halt! Kinder, entfernt euch nicht zu weit von eurer Mutter. Wulfu, der Jahrmarkt ist heute sehr überfüllt. Komm also sofort zurück, wenn du auf der Toilette warst. Ja, ja. Großer Rabatt von 50% auf alle Spielzeuge. Gott, Wulfu hat vergessen, was seine Mutter ihm gesagt hat. Oh nein, und so war Wulfu verloren. Mami! Wulfu! Wulfu! Mami, wo bist du? Hast du dich auch verlaufen? Lass uns zusammen Mami suchen gehen. So kalt. Können wir darauf gehen und uns aufwärmen? Ja, ja. Aber können Sie hier drin schlafen? Kinder, warum schlaft ihr hier? Es ist sehr gefährlich. Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns nur ein bisschen ausgeruht. Dann werden wir unsere Mütter suchen. Schau. Puh. Wulfu und Kaspar wären fast die ganze Nacht im Lagerhaus stecken geblieben. Wenn du dich verirrst, suche sofort den Polizisten und bitte um Hilfe. Ja! Ja! Mama! Wulfu! Es tut uns leid. Wir werden nie wieder alleine so weit weggehen. Wulfus extremes Versteckspiel. Na, wer wird denn da suchen? Warum immer ich? 1, 2, 3. Wo werden sich Wulfu und seine Freunde dieses Mal verstecken? Wow, Wulfu hat Lebensmittelfarbe zur Tarnung benutzt. Sie sieht genauso aus wie die Straßenmarkierung. Er wird mich nicht finden können. Aha, Cat und Piggy sind auch so kreativ. Was für eine Herausforderung für Pando. Acht,
9, 10. Oh, Panda versteht immer noch nicht, was passiert ist. Hör auf, Buffo! Wulfo, Buffos Auto hätte dich überfahren können. Leg dich nie mitten auf die Straße. Ich werde diesen Fehler nicht noch einmal machen. Hab dich erwischt. Hab dich erwischt. Oh, danke, Nancy. Entschuldige mal, hast du einen rosa Jungen in der Gegend gesehen? Hab dich erwischt! Verstecken macht Spaß, Leute. Wenn Wulfo weg ist, werden Wulfo und Lucy den Feind besiegen. Oh nein! Das Spiel ist vorbei. Es tut mir leid. Vergiss es. Es ist Zeit für den Tee. Ja. Wulfo. Oh nein. Wulfo. Alien, ich brauche deine Hilfe. Oh, Lucy findet Wulfo nervig. Ich will nicht mehr mit Wulfo spielen. Sei doch nicht so. Nein. Okay, dann. Lösche Wulfo einfach aus dem Bild und er wird für ein paar Tage das Haus verlassen. Ja. Großvater! Lucy, Wulfo wird eine Woche bei uns bleiben. Ja, ich habe verstanden. Mal sehen, alleine spielen, ist das so gut, wie Lucy denkt? Wow, wenn Wulfo weg ist, muss Lucy mit niemandem um Spielzeug konkurrieren. So cool! Wulfo! Wulfo! Aber siehst du, alleine spielen macht gar keinen Spaß. Lucy! Wulfo! In diesem Moment vermisst Lucy ihren Bruder sehr. Lucy! Lucy! Wie geht's? Ich will Wulfo zurück. Lucy! Wulfo! Es tut mir leid.
Geschwister zu haben ist toll, oder? Oh nein! Mit Papa ein Baumhaus bauen. Wulfo malt sehr leidenschaftlich. Wulfo? Also, es ist ein Baumhaus. Hey, wir können es zusammen schaffen. Wirklich? Ja. Wulfo, ich brauche einen Hammer. Kannst du... Wulfo weiß noch nicht, wie man einen Hammer zu Papa bringt. Stopp, das hast du falsch gemacht. Wulfo, schau mal. Ja. Oh nein. Außerdem können die Werkzeuge herunterfallen und dich verletzen. Oh. Ja. Ich werde dir den richtigen Weg zeigen. Wow, das ist also der richtige Weg, den Papa Wolf gezeigt hat. Ich kann Papa helfen. Was wird Wulfo tun? Stopp! Ich will dir nur helfen, das Haus zu streichen. Ja, aber so kannst du die Leiter nicht hochklettern. Wulfo, komm hier runter! Oh nein! Lass es mich zu Ende bringen. Papa. Oh nein! Verstecken und kämpfen. Schau, verstecken und kämpfen. Ein neues Spiel. Lass es uns spielen. Oh, ja. In meinem Tutorial erfahrt ihr, wie man sich richtig tarnt. Es scheint nur ein Actionspiel zu sein. Wir haben schon viele Spiele dieser Art gespielt. Ja, wir können dieses Spiel leicht gewinnen. Aha, Sie sind so selbstbewusst. Hallo. Grün. Hallo. Setzt diesen Sender auf den Roboter. Angriff. Sieh mal, es ist nicht leicht, einen Roboter zu besiegen. Oh nein! Du hast verloren. Es ist nicht gut, seinen Feind zu unterschätzen. Ja! Unterrichte uns bitte. Ja, das Verstecken ist Teil der militärischen Ausbildung. Deshalb sollten eure Uniformen immer die gleichen Farben haben wie die Umgebung. Wir haben es verstanden. Los geht's. Schätzen wir mal, ob sie in dieser Runde gewinnen werden.
schon, komm schon! Dank einer vernünftigen Tarnungsstrategie haben sie ihre Gegner leicht besiegt. Oh, die letzte Runde war so schwer. Du hast gewonnen. Wulfu, trink nicht zu viel davon. Oh! So cool! Oh! Zu viel Limonade zu trinken ist nicht gut für die Gesundheit. Nur noch einen Becher. Fantastisch! Hey, trink noch ein bisschen mehr! Das wird schon! Nein! Oh! Bitte! Nein! Warte auf mich! Stopp! Stopp! Wird wohl vor der Versuchung von Coca-Cola widerstehen können? Oh. Wow! Hurra! Mein Gott, Wulfu hat nicht auf Papa Wolf gehört. Es ist gut, nicht wahr? Trink weiter! Ja! Wulfu, hör auf zu trinken! Ich sage dir, wie schädlich es ist, zu viel Wasser mit Kohlensäure zu trinken. Viele kohlensäurehaltige Getränke zu trinken ist gefährlich. Ich habe es verstanden. Ich werde es nie wieder trinken. Du kannst es immer noch trinken. Aber denk daran, nicht zu viel davon zu trinken. Hurra! Kinder, denkt daran, weniger kohlensäurehaltige Getränke zu trinken, um eure Gesundheit zu schützen. Wulfu! Wulfu! Wulfu, bitte verlass unsere Familie nicht. Wulfu! Es tut mir leid. Warte! Komm her! Wulfu hat sich also entschieden, seine Familie zu verlassen. Lucy, lass uns zu Abend essen. Oh, warum scheint Lucy so wütend auf Wulfu zu sein? Bitte! Ich habe heute aus Versehen etwas zu wenig gekocht. Hier, nimm etwas von meinem, Wulfu. Dankeschön! Es tut mir leid. Oh je. Sieht so aus, als würde Wulfus Decke bis heute Nacht nicht trocknen. Schau. Oh.
Wulfu! Hallo, Mami Boo! Wulfu, du wirst uns wieder verlassen, nicht wahr? Was ist los, Lucy? Mein Gott, es stellte sich heraus, dass Lucy dachte, Wulfu hätte die Familie verlassen. Lucy! Hallo? Okay? Oh nein, die Statisten, die arme Familie spielen, haben es nicht rechtzeitig geschafft. Oh nein! Hallo! Hallo! Ja? Können wir Sie bitten, sich zu melden? Es tut mir leid, dass ich dich missverstanden habe. Okay, tatsächlich bin ich am Ende des Films noch zu Mami und Papi zurückgegangen. Ich! Mami! Papa! Wulfu! Kinder, Familie ist doch immer das Beste, oder? Wow! Diese goldenen Kleider. Tada! Welches Outfit ist das Beste? Nein. Diese gewöhnlichen Kleider sind nichts Besonderes. Ich wünschte, ich könnte eine goldene Kleidung wie im Fernsehen tragen. Nein, ich glaube nicht, dass das gut für dich ist. Oh, was ist denn mit den goldenen Kleidern? Oh Gott, jemand beobachtet Wulfu. Es hat sich herausgestellt, dass es ein Räuber war. Was? Oh nein, Wulfu ist also all seiner goldenen Kleider und Schuhe beraubt worden. Also werde ich dieses Mal Kleider wählen, die alt aussehen. Wulfus Auswahl ist immer noch nicht gut. Oh, wie arm und erbärmlich aussieht. Nein, ich... Leute, hier ist jemand, der Hilfe braucht. Siehst du? Normale Kleidung ist immer schön, wenn man das richtige Outfit für jede Gelegenheit wählt. Ja! Dein Bruder, meine Schwester!
Oh, die Wolfsgeschwister geben sich nicht geschlagen. Es ist alles deine Schuld. Aber du streichst ständig meinen Namen. Nein! Hey! Warum streitet ihr immer? Puh, dank der Hilfe von Kasper konnte Cat einen Unfall vermeiden. Wie könnt ihr euch nur so gut verstehen? Wir haben uns früher oft gestritten. Es stellt sich heraus, dass auch Cat mit ihrem Bruder solche Konflikte hatte. Fällt Kasper eine Möglichkeit ein, sich mit Cat zu versöhnen? Das sind alle Bücher, die ich habe. Verzeih mir. Konntest du Bibi finden? Dank der Liebe. Lass uns Bibi zusammenfinden. Aber du hast Angst vor ihm. Cat hat versucht, ihre Angst zu überwinden, um ihrem Bruder zu helfen. Cat muss Kasper sehr lieben. Uns auch so verstehen. Schätze deine Brüder und Schwestern immer. Hallo! Lasst uns zusammen Bonbons machen. Ein Wettbewerb zum Süßigkeiten machen steht an, Leute. Lass es gemeinsam anmelden. Tut mir leid, ich habe es gestern schon angemeldet. Ich habe keine Ahnung, wie man Bonbons macht. So schön. Wuffu, lass uns Regenbogenbonbons machen. Ja. Fruchtsirup. Diese Farben machen Regenbogenfarben. Ja. Freut ihr euch auf diese besondere Süßigkeit? Ach du meine Güte. Lucy hat alles ruiniert. Halt! Hey Leute, ich komme. Hallo. Deine Süßigkeiten sind so schön, im Gegensatz zu meinen. Hm.
Mimi, um Lucy zu helfen. Ja! Hurra! Die Bonbons sind ganz einzigartig geformt worden. Was für eine kreative Art! Wow! Oh! Ah. Wow! Komm schon! Ja! Wow, die Vorstellung ist so cool. Wow. Wow. Der Geschmack der Bonbons, die Lucy hergestellt hat, ist auch köstlich. Danke, dass du mir geholfen hast, Bonbons zu machen. Ja. Lucy's Thanksgiving. Mami, was machst du denn da? Wo schläft Wolf und Lucy hin? Lucy, willst du das mit mir dekorieren? Wolfu, was machen Mami und du da? Hast du vergessen, dass bald Thanksgiving ist? Ja. Wow, Lucy erinnert sich an ihr Thanksgiving-Fest, als sie noch ein Kind war. Nancy und ich müssen uns vorbereiten. Warte, Lucy! Ach so, Lucy will bei der Kunstwagenparade mitmachen. Lucy, warte auf mich! Lucy! Lucys Zustand ist nicht so ernst. Aber sie muss zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Hi. Ich gehe mal nachsehen. Wolfu, du bleibst bei Lucy. Ja. Oh nein. Was ist mit meinem Thanksgiving? Oh je. Lucy wird also Thanksgiving im Krankenhaus verbringen müssen. Deine Mutter und Lucy sind im Krankenhaus. Lass uns gemeinsam Thanksgiving feiern. Oh, sieh mal. Welche Idee hat Wolfu? Überraschung! Vielen Dank, ihr Lieben. Entschuldigung, wir können nicht mit Wolfu ins Kino gehen. Mama, Papa, seid ihr rechtzeitig zurück, um mit allen meinen Film zu sehen? Unser Flug hat sich verspätet. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich zurückzukehren. Wird Wolfu mit seinen Eltern Filme sehen können? Sei nicht traurig, Wolfu. Du kannst bei meiner Familie sitzen. Danke.
Für dich. Wulfo muss sehr traurig sein. Komm her! Wulfo? Hallo, Frau Lehrerin. Haben wir noch Zeit, ins Kino zu gehen? Der Film ist zu Ende. Wulfo war den ganzen Tag so traurig. Was war die Idee von Papa Wolf? Okay. Entschuldige, Wulfo. Wir haben dich so lange warten lassen. Zum Glück können wir immer noch gemeinsam Filme gucken. Schau, alles mit der Familie zu machen ist am schönsten, oder? Mein Gott, was ist mit Wulfos Eltern passiert? Die magischen Stifte. Nehmen Sie etwa an einem Malwettbewerb teil? Meine Zeichnung ist sicher die beste. Oh nein! Dank des Zauberstifts ist Wulfos Malerei wieder normal. Wulfo, das ist Schummeln. Es war die ganze Zeit Wulfo. Wie wird Wulfo dieses Problem lösen? Oh nein! Hast du die Folgen von Schummeln und Unfug gesehen? Es ist falsch von dir zu schummeln und deine Freunde zu stören. Es tut mir leid, dass ich geschummelt habe. Es wird nicht wieder vorkommen. Mein Gott, was ist passiert? Das mühsame Abendessen. Kümmere dich um ihn und vergiss nicht, Abendessen zu kochen. Oh.
Tschüss. Ja. Oh. 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 Großvater, spiel weiter. Ich bin nicht mehr so stark wie früher. Lass uns eine Pause machen. Nein, will Wulfo Opa in ein Baby verwandeln? Oh nein, es ist fast Essenszeit. Ich habe dich jünger gemacht, damit du wieder stark sein kannst. Ich habe eine Menge zu tun, ich kann nicht so klein bleiben. Wulfo will anstelle von Opa das Abendessen kochen. Oh. Ja! Stopp, stopp! Zurück, Wulfo. Warum ist alles so unordentlich? Das ist also der Grund, warum wir Opa Wolf am Anfang der Folge sehen. Mein Gott, was ist denn da passiert? Wo ist jetzt dein Opa? Schön, dass du Opa helfen willst, aber du musst ihm richtig helfen. Armee-Familienwettbewerb. Es ist Trainingszeit für beide Teams. Lasst uns raten, welche Familie wird diesen Wettbewerb gewinnen? Eure Familie hat noch nie trainiert, stimmt's? Ihr seid kein Gegner für uns. Wow, die Bufo-Familie muss sehr viel Zeit mit Training verbracht haben. Der Sieg ist unser! Wir müssen mehr trainieren! Keine Zeit zum Ausruhen! Aber wir haben noch viel zu tun! Überlass das Training mir! Lasst uns nachsehen. Wie kann Wulfo der Familie Wolf helfen, die Familie Bufo zu besiegen? Lass uns danach das Hüpfen üben. Nicht nötig, Mami. Das können wir schon gut. Bufo ist zu selbstsicher. Wow.
Wulfo gleicht mit dem Gegner aus. Jetzt ist es an der Zeit zu entscheiden. Los, los, los geht's! Wenn wir hart arbeiten, können wir jedes Spiel gewinnen. Kinder, erinnert ihr euch? Wir haben gewonnen. Dank dir, Wulfo. Erstmalige Berufserfahrung. Mein Lehrer hat gesagt, dass man für jeden Beruf gut lernen muss. Aber ich denke, sie sind alle einfach. Man muss gar nicht lernen. Ist das wirklich so einfach, wie Wulfo denkt? Das ist die Berufserfahrungsmaske. Willst du sie ausprobieren? Ja! Lasst uns mit Wulfo die Antwort finden, Kinder. Oh nein! Halt! Hilf mir! Hilf mir! Anhalten! Warte! Schau! Nein! Seht ihr? Polizist zu sein ist schwierig. Und was ist mit Arzt? Ich hab's! Danke. Wulfo! Oh nein, sieht so aus, als würde Dr. Wulfo die Krankheit falsch behandeln. Stopp, stopp! Bist du jetzt mit deinem Lehrer einverstanden? Ja, es stellt sich heraus, dass es keinen einfachen Job gibt. Ich werde härter lernen, um in Zukunft Polizist zu werden. Au! Au!